Bullshit, das stimmt nicht. Das war nicht so auf der Kirmes. Sie kann ja von mir aus gerne eine dicke Lippe riskieren, die blöde Schlampe. Dann erzähl mir, wie es war. Erzähl mir, wie es war. Ich bin mit erzähl mir, wie es war. Ich weiß nicht. Wenn du vom Blatt oder auch in Improvisation zu einem Thema etwas improvisierst und dadurch entsteht eine Figur und dadurch entsteht eventuell auch ein Dialog, wenn andere auf der Bühne sind, dann bist du Erschaffer oder Erschafferin von einem Stück Leben, was es vorher nicht gab. Theatertherapie in Deutschland relativ unbekannt. Man weiß eigentlich nicht, dass es den gibt. Ist allerdings ein echter Pionierstudiengang. Ich glaube, man braucht dafür auf jeden Fall ein Stück weit Selbstbewusstsein und auch ja, irgendwie Charakter und Persönlichkeit. Und man muss wirklich auch an den Beruf glauben, um das ausführen zu können. Dann hat meine damalige Freundin im Internet recherchiert und hat gesagt, hey, guck mal, da ist Theatertherapie. Das klingt doch eigentlich ganz cool. Du spielst gerne, du machst gerne was mit Menschen, schaust dir doch mal an. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich zum Schnuppertag hergekommen und hat mir gefallen. Hat mich überzeugt. Theatertherapie ist eine erlebnis- und handlungsorientierte Form der Therapie. Das ist tatsächlich eine der grundlegenden Gedanken in der Theatertherapie, ist, Menschen in Bewegung zu bringen, innerlich wie äußerlich. Und wie passiert das? Es passiert, indem man die Mittel des Theaters verwendet. Nicht jetzt mit dem Ziel, dass die Patienten als Schauspieler trainiert werden, sondern dass dank dieser Bewegung, die sowohl innerlich als auch äußerlich passiert, Patienten mit ihren eigenen Themen arbeiten und Verbesserung und Erleichterung bekommen. Der Zusammenhang mit der Theatertherapie ist, dass eigentlich unser Körper eminent wichtig ist, um überhaupt erstmal Gefühle zu wecken, je nachdem, in was für einer Körperhaltung ich bin, je nachdem, was ich für eine Mimik zeige, wie ich interagiere mit anderen Menschen. Und das ist ja, womit man in der Theatertherapie dann arbeitet. Ganz grundlegend ist, dass wenn Menschen eine Bühne betreten, nicht diese Bühne betreten mit der Absicht, sich nur zu zeigen, sondern wir betreten die Bühne, um gesehen zu werden, um auszuhalten, dass andere uns wertschätzend, applaudierend und unterstützend anschauen. In Kontakt zu sein, auch mit meinen Kommilitonen, und wir haben alle so unterschiedliche Ideen und Vorstellungen oder auch Ansätze oder Arten, wie wir arbeiten. Das ist wirklich auf jeden Fall eine Inspirationsquelle, wo man sich gegenseitig auch ansteckt. Sehr viel Entwicklungen, die ich erlebt habe, hätte ich ohne meine Kommilitonen oder ohne dieses Studium halt gar nicht gehabt. Also es hat auch persönlich bei mir einfach Prozesse im Leben angestoßen, dieses Studium. Also ganz viel, wo ich mich mit mir selber auch auseinandergesetzt habe und ja, das ist auf jeden Fall einmalig. So, dass Theaterspielen heilt. Und da stehe ich vollkommen dahinter. Das habe ich auch aus eigener Erfahrung schon mitgekriegt. Sich selber in anderen Menschen reinzuversetzen und dabei auch diese Differenz zu erleben zwischen ich spiele gerade eine Person, eigentlich innen drin bin ich eine ganz andere, aber ich kriege trotzdem die Gefühle von dieser anderen Person mit und erlebe die auch. Das hat was so starke Reflektierendes und dementsprechend auch was Therapeutisches, ganz klar. Ich halte es auf jeden Fall für erforderlich, dass man die Prozesse selber geht, bevor man die mit Klienten macht. Dass ich selber auch weiß, wie es sich auf der anderen Seite anfühlt. Die Grenze ist schwimmend. Die meisten Therapeuten gebrauchen Sprache und Alltagsübungen, um psychotherapeutisch zu arbeiten. Und wir gebrauchen eben alles, was das Theater hat. Alles. Und das ist natürlich irre. Also auch Sprache, klar. Aber eben auch ganz verrückte Sachen wie Puppen, Handpuppenspiel oder Schattenspiel. Hast du etwa Halsschmerzen?
Ich wollte einfach den Abschluss haben, den Bachelor haben, um beruflich erfolgreicher sein zu können. Durch diesen Abschluss habe ich die Stelle am Klinikum Stuttgart bekommen und jetzt auch meine Folgestelle in einer IT-Firma in der Personalentwicklung. Die Fächer, die mir am meisten gebracht haben, waren, da ich ja eh schon aus dem Schauspiel komme, die klinischen Fächer über die Störungsbilder, Entwicklungspsychologie, Tiefenpsychologie. Und auch gerade für die Therapiesitzungen oder auch Gespräche mit Eltern konnte ich von der Gesprächsführung sehr profitieren. Und auch das wissenschaftliche Arbeiten hat mir viel gebracht. Von daher hat sich das wirklich gelohnt, Theatertherapie studiert zu haben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, nicht nur sprachlich bedingte Therapien zu haben, sondern auch Kunsttherapie, Theatertherapie, Körpertherapie. Das bringt eine Tiefe und eine Vielfalt in die Therapien rein, die man im ambulanten Bereich so nicht kriegen kann. Viele Patienten haben es nie gelernt, Gefühle, Gedanken so in Sprache zu bringen, dass sie damit auch das Wesentliche ausdrücken können. Und dann mit nonverbalen Methoden etwas auszudrücken, bringt ihnen vor Augen oder in die Bewegung, was mit ihnen los ist und wie sie weitermachen können. Andere Patienten, gerade in so einer Privatklinik wie unserer, haben in Managementseminaren rauf und runter gelernt, wie sie so sprechen, wie es erwünscht ist. Diese Menschen lernen erstmal wieder den Zugang zu den Gefühlen zu kriegen und mit Sprache auch echt sein zu dürfen. Oder auch im Rollenspiel oder im Theaterspiel in einem Märchen oder einer Fantasiegeschichte. Der zweite Punkt, warum ich Theatertherapie so gut finde in der Klinik, das sind die Personen, die es machen, nicht die Therapeuten. Die bringen so viele andere Perspektiven rein als wir, die immer über Sprache arbeiten. Es ist wirklich eine Freude, im Team zusammenzuarbeiten und diese verschiedenen Sichtweisen zusammenzukriegen. Es nützt letztlich den Patienten, weil wir da zu einer ganz runden und kreativen Gesamtheit von Therapie kommen. Des künstlerischen oder der künstlerischen Therapeutin etabliert sich gerade in Deutschland stark auch berufspolitisch. Man kann uns einfach einstellen in Reha-Kliniken. Und das ist ja wichtig, weil das sind alle Psychosomatiken und Kurkliniken. Das Zweite ist, wir sind ganz stark in schulischen Umfeldern, aber eben auch in sozialen Brennpunkten. Es gibt in der Hochschule auch die Bewegung Zukunft gründen, die auch Theatertherapie Coach werden, also begleiten von Menschen. Und manche machen sich tatsächlich echt selbstständig. Theatertherapeutin mit einer eigenen Praxis. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist ein Feld, wo man auch oft Belastungen erlebt oder selber konfrontiert wird. Und dann ist es manchmal schon wichtig, da auch in Rollen schlüpfen zu können. Und ich glaube, es braucht diese Persönlichkeit von, hier bin ich, lass uns was machen und ich bin motiviert und ich habe Bock. Ja, und wer vielleicht eher introvertiert ist, heißt nicht, dass diese Person diesen Beruf nicht machen könnte, aber dann sollte sie einfach Möglichkeit haben, irgendwie in Rollen zu schlüpfen, zu sagen, jetzt gehe ich mal in die extrovertierte Rolle oder jetzt gehe ich mal in den Motivator oder in den Entertainer. So. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Theatertherapie ist geil.